Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Kollegen und Freunde haben Abschied genommen von Hannelore Elsner. Die Schauspielerin war Ostersonntag gestorben. Regisseurin Doris Dörrien und Schauspieler Florian David Fix erinnerten an ihre Einzigartigkeit bei einem feierlichen Requiem, haben Verwandte. Freunde, Kollegen und andere Weggefährten in München Abschied Hannelore Elsner die letzte Ehre erwiesen. Regisseurin Doris Dörrien, Schauspieler Florian David Fix und Schauspielerin Iris Berbin erinnerten am Freitag in der katholischen Jesuitenkirche St. Michael an Schauspielerin, die am Ostersonntag mit 76 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben war. Die Beisetzung sollte anschließend im kleinen Kreis stattfinden. Ein Schwarz-Weiß-Porträt auf den Altarstufen zeigt Hannelore Elsner so, wie sie vielen Angehörigen und vielen anderen, denen sie etwas bedeutete, in Erinnerung bleibt, lächelnd und strahlend. Neben dem Foto steht die Urne tiefblau, kugelförmig und mit einem goldenen Band. Sie soll die Erdkugel symbolisieren. Entworfen hat die Urne der Künstler Rubin Zittmann, ein Freund von Hannelore Elsners Sohn Dominik Elsner. Doris Dörries sagte in ihrer Trauerrede, Hanni, du wilde, großartige, schöne, du fehlst mir, du fehlst uns, wir feiern dich. Bis zuletzt, so Dörries, habe Elsner trotz ihres fortschreitenden Alters andere Kollegen überragt. Wie kämpferisch sie war, wie tapfer, wie hingebungsvoll, wie präzise. Im Kontrast zu ihr wirkten viele junge Schauspieler nicht nur phlegmatisch, sondern geradezu faul.